dass ich auf falschen Account online. Is it ready? So, Facebook ist ready. Instagram baut auf. Wir warten noch einen kleinen Augenblick. So, hello, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sind heute wieder hier bei den Onstage Online Classes. Zweites Mal heute mit mir. Wir machen heute den Part 2 zu Available. Justin Bieber Available ist immer noch der Track. Und ja, ihr lernt heute die Choreo zu Ende. Mega nice. Das heißt, wir können sozusagen das von letzter Woche und das von dieser Woche fusionieren und haben eine komplette Choreo. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hoffe, ihr habt nochmal trainiert. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Wir gehen es gleich nochmal durch, ganz entspannt. Ich würde sagen, wir machen uns entspannt warm und dann geht's los in die Choreo. Let's go! Let's go.
Kontaktfragen. Meine beiden Assistenten werden mir schnellstmöglich diese Fragen weiterleiten. Und ja, ich würde sagen, wir machen nochmal ein kleines Recap von letzter Woche. Für alle, die es noch nicht gelernt haben, no stress, okay? Wir können ganz entspannt ein bisschen trinken, kurz Hände waschen gehen. Und wir machen es einfach von vorne. Ja, 5, 6, wir starten hier, ja? 7, 8, 1, 2, 3, 4, ziehen. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, und 5, 6, 7, reach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, and 5, 6, 7, 8, you know, 1, 2, tick and reach. Vergesst nicht zu reachen hier, ja? Tick and reach. Pop, 8, and 1, 2, 3, 4, wir ziehen 5 an die Hüfte und wir ziehen 7 ins Nichts, ja? Vor allem die letzten beiden, versucht wirklich an Kaugummi zu denken, okay? Wirklich Kaugummi ist, wenn ihr schwer, aber ihr kommt an, Kaugummi, und ihr zieht euch durch das Bild. Wir machen an der Stelle direkt weiter, okay? Ich zeige euch einen kleinen Part, der sehr vibey ist. Dann machen wir ein paar Mal Musik und dann kommt der eigentliche zweite Choreo-Part. Let's go. Ihr habt es. 5, 6, wir ziehen 7, 8. Ja, wir ziehen uns komplett hier durch. Von hier habt ihr folgenden Basic, wenn ihr eben einen Warm-up schon gemacht habt, zeigt uns nach vorne. Ihr habt right, ziehen, left, ziehen. Easy Steps, ja? Was uns das Ganze aber ein bisschen schwerer macht, ist, wir ziehen uns nämlich von hier 7, 8 durch und sind komplett auf links. Und ich möchte jetzt nicht, dass ihr einfach right tappt. Es fühlt sich sehr, sehr komisch an. Denkt an einen Ball Change. Was wir also haben, wir haben einen 7, 8 Ball Change. Ja? Denkt im Kopf einfach Ball Change mit, das würde euch sehr viel einfacher fallen. Was wir also haben ist, wir ziehen uns hier durch, 7, 8 Ball right and left. Ja, zweimal. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, meine Chest geht mit. Wir haben eine kleine Wave drin. And down, and down. Okay? Easy. Wir haben also, ich zeige es nochmal kurz nach vorne. Right, left, denkt an den Ball Change. And right, Ball Change. Jetzt fällt mich einfacher. Meine Chest geht mit. And right, and left. Sehr nice, sehr natürlich. Wir haben 5, 6, 7, 8. Wir haben 1. 2 and 3. In der Musik habt ihr ein. Ja? So eine süße kleine Snare. Was wir damit machen, wir unterbrechen diese Bewegung. Ihr habt 1, 2. Ja. 1, 2, 3. Da, da, da. Ich steppe also left, right. Ich habe right, left, da, da, da. Sehr, sehr natürlich. Versucht nicht zu viel Energy in eure Beine zu geben. Die brauchen wir in unseren Armen. Ihr habt folgendes. Right and right. Ja? Gib mir also einen Point and Point. Und die Bewegung geht ein bisschen weiter, das heißt, sie geht nicht verloren. Wir denken, große Bühne, große Bewegung, alles bewegt sich ständig. Keine Stops. Wir haben also 1, 2, 3, da, da, da. Ja, wir gehen nach rechts. Ihr werdet hören, Musik, versprochen. Wir kommen aus dieser Position raus, und zwar mal mit Folgendes. Wir haben right, left, left, right. Wir machen es nochmal durch. Warten wir mit right, hop, hop, hop. Ha, genau. Wir versuchen sehr, sehr tief damit zu bleiben. Und was wir erzielen wollen, ist ein Step und ein Throw. Ja, das heißt, mein Oberkörper zeigt diese Bewegung auch. Ihr habt ein Step, Throw, Throw. Okay, das heißt, gib mir diesen Step sehr, sehr strong. Unsere Arme gehen right. Wir machen es ein bisschen so, wir packen es in unsere rechte Tasche und rechts kommt vor. Wir packen es in die linke Tasche, links kommt vor. Ja, zusammen ist es Pocket and Pocket and. Ja. Wir müssen nicht zu viel Energy wegwerfen, sondern wir behalten sie bei uns. Hey, hey, ja, seid ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr hier rein, anstatt es wegzuthrown. Das heißt, wir sind rausgekommen aus 1, 2, 3, da, da, da. Sorry, ich hab's vergessen. Wir haben da, 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 ihr habt von hier einen kleinen Turn in meinem Kopf. 5, 6, 7, 8. Easy, okay? Noch einmal für mich. Ihr hattet also 1, 2, 3, da, da, da. Von hier, return mit dem Kopf. 5, 6, 7, 8. Gib mir einen coolen Nicker, okay? Er sagt, I'm available. Das heißt, ihr stimmt dem Ganzen zu, okay? Das heißt, wir haben von hier, da, da, da. 5, 6, I'm available. Okay, that's it. Yeah. Das heißt, von hier haben wir das, was wir danach hatten. Das heißt, wir haben 7, 8. Wir gehen jetzt von hier. 1,
two, three, four. Ja? Seid tief, wir sind eher hier, als dass wir hochkommen. Das heißt, okay, das ist House Class mit Gifty, aber wir sind heute hier. Also bleiben hier voll. Okay? Das heißt, was wir also haben ist 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Fresh. Wir machen das Ganze einmal ab dem Jahr. 5, 6, 7, 8. Okay, dann kommen wir rein. Ja, also 3, 4, wir gehen. Frage? Okay. Wir haben also 3, 4, wir haben 5, 6, wir ziehen 7, 8, wir gehen 1, 2, and 3, da da da, return, 6, hop, 7, 8, wir haben 1, 2, 3, 4. Von hier, um die Achtung zu beenden, haben wir 4 Counts, 5, 6, 7, 8, whatever you want. Okay, das ist euer Stage-Moment. Ihr könnt es nutzen, wie ihr wollt. Ihr könnt die Bewegung fortsetzen, groß euch bewegen. Ihr könnt posen, 6, 7, 8. Ihr könnt euch lang ziehen, 6, 7, 8. Euer Stage-Moment, whatever you like. Okay, das heißt, wir sind angekommen. Ich werde zwischendurch ein paar Sachen einfach mal ausprobieren. Lasst euch nicht verwirren davon. Ja, macht euer Ding auf jeden Fall. Probiert euch selber aus, findet was und dann könnt ihr dabei bleiben. Dann ist es cool für euch und die Kurve. Ja? Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Whatever you like. Ja? Wir verbinden das Ganze ab hier 5 und dann hören wir mal die Musik rein. Das ist der erste chillige Part, mal wieder reinzukommen. Und danach Partout Choreo, go, go, go. Let's do this. Wir haben also ab 5, 3, 4, wir gehen 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, da, 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 5, 6, 7, 8. Go, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Whatever you like. Wir versuchen es mal ein bisschen im Tempo und dann hören wir rein. Wir haben also ab 5. 2, 3, 4, 5, and 7, 8, go. 1, 2, 3, da da da, 5, 6, 7, 8, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fresh. Wir hören rein. Thank you.
finden. Ich werde euch einzählen, super laut. Ab 1, 2, 3, 4 und ab 5 steigt ihr ein. Meine Arme sind links, rechtes Bein ist hinten,
Was ich jetzt mache, ist, ich kicke mein rechtes Bein und mein linkes Bein, wir springen auf unser linkes Bein, kick und wir setzen ab. 5, 6, kick, and kick, and kick. Ja, das ist ein right, kick, nice. Nur ist es so, dass wir jetzt kicken, schon links raus sind und dann nochmal mit rechts step. Wir wiederholen das Ganze, wir packen es mal zusammen und zwar sind wir angekommen. 5, 6, 7, 8, egal wo, freie Pose. Wir gehen von hier. 1, 2, scoop. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, kick, step. Mhm. Was ich jetzt habe, ich habe von hier 5, wir haben 6. Wenn wir ankommen auf 7, geht unser Kopf nach links. Ja, einen kleinen Impuls nach links. Das heißt, gib mir folgendes. Ich habe von hier 3, 4, wir gehen 5, 6, 7. Ja, es wird sich am Anfang noch ein bisschen komisch anfühlen. Die Körperteile sind überall, all over the place. Aber versucht tief zu sein in eurer Pocket und boom, und hittet diesen Kopf. Braucht eine Körperspannung. Ja, das startet hier und geht komplett hier hoch. Also, noch einmal hier. 3, 4, 5, 6. Wir haben 7. Und haben jetzt folgendes. 80 and 1. Ja, wir gehen out and out. Let's go. Out and out. Out and out. 7 and a half. 7, 7, 7 and a hit. Ja, es ist schnell. Ja, 7 and a right. Genau, meine Hüfte geht mit. Ich habe 7 and a hit. Wir gehen in diese Hüfte. Also, wir verbinden das Ganze. Und zwar gehen wir. 1, 2, 3, 4, go. 5, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and 5. Kick, 7, 8, and 1. Sehr, sehr viel, ich weiß. Aber wir sind hinten zum Trainieren, deswegen let's go. Lass uns das immer durchgehen. Wir drillen den Part, ja? Wir gehen ab 1, 6, 1, 2, langsam in 5, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and 5. Kick, 7, 8, and 1, ja? Dieses 8, and 1 ist wirklich unser Prep für ein Bounce, ja? Es fühlt sich gut an, wenn wir da ankommen. 8, and 1, ey. And 1, ey. Okay, das ist dieser Bounce. Wir haben hey. Okay, das heißt, versucht hier Körperspannung zu haben, damit der sich gut anfühlt. Also nochmal 1, 6, 7, 1, hey, hey, and 5, 7, 8, and 1, 3, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3. Wir bouncen und kommen hoch, back and 4. Hey, hey, hey. Ja, das ist der Groove, in den wir reingehen. Ihr habt also ein 80 and 1 up. 5 up. Ja? Wir den zweiten oben, den lassen wir raus. Das heißt, wir haben 80 and 1, 2, 4 and 5, 6, 7. Geht's weiter. Noch einmal. 80 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geht's weiter. Ich gebe euch direkt 7, 8. Weil dann sind wir auch schon durch mit der Choreo und dann können wir genießen, tanzen, trainieren und mit Musik tanzen. Ja, das heißt, was wir hatten, 80 and 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, ich gehe also mit meiner Schulter, haben wir auch aus dem Warm-up, gehe ich down and up, down and greif. Okay, wir haben down and up. Down and greif. Und wir sind durch. Good job. Nice. Also, wir gehen nochmal von vorne. Wir sind von hier. 1, 2. Dann verbinden wir das Ende. Dann packen wir alles zusammen. Und dann tanzen, tanzen, tanzen wir. Also, beziehungsweise machen wir das Ende ruhig noch einmal. Ja, ihr habt von hier. 80 and 1, 2, komm. 3, 4 and 5, 6. Und jetzt starten wir. Wir kommen hoch. Aber wir starten unten. 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. Lassen wir ausfällen. Ja? Das heißt, unterbrecht das Ganze. Ihr habt von hier 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. Fresh. Wir gehen einmal ab 1, langsam, Tempo. Dann verbinden wir es komplett mit dem ersten Part und dann tanzen wir es mit Musik. Let's do this. Wir haben also ab 1, langsam, 6. 1, 2, scoop, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and 5, kick, 7, 8, and 1, 2, up, and up,
and 7, 8, 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. Könnt ihr auswählen lassen, wie ihr Bock habt. Nice. Machen wir das Tempo ruhig nochmal. So cool. Ja, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, up. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, and 5, 6, fade it out. Sehr fresh. Wie fühlt ihr euch? Schreibt es euch rein, gib mir einen Daumen, gib mir einen Smiley. Lass uns ein bisschen kommunizieren, okay? Gehen wir ruhig einmal von dem Part, was wir heute gelernt haben. Wir gehen ab 5, ja? Ja, 3, 4, wir gehen langsam 5, 6, wir ziehen 7, 8, ihr hattet 1, 2, 3, 5, 6, push 7, 8, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and 8, and 1, 2, up, 5, 6, 7, go up, and 5, 6, 7, 8, wie auch immer ihr wollt. Sehr, sehr nice. Lass uns am Ende bei den 7-8 Counts, das ist 5, 6, 7, 8, nicht einfach nur ausfällen lassen, weil es sozusagen der letzte Moment ist, den wir auf der Bühne haben. Habt den Stab, okay? 5, 6, 7, 8, wie auch immer ihr wollt. Lasst ihn nicht einfach hinfallen, okay? Also, versuchen wir das im Tempo. Ab hier, 5, ja? 5, 7, 8, go 1, 2, 3, da da da, 5, 6, cough, and 1, 2, hop, 5, 6, 7, 8, go 1, 2, 3, 4, and 5, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and 8, and 1, 2, up, and 5, and up, hit, hit, 5, 6, 7, 8. Nice, sehr, sehr cool. Lass uns das mit Musik versuchen, okay? Ich zeig's euch einmal und dann machen wir's zusammen. Ansonsten schreibt mal was.
Und ja, zweimal, dann seid ihr durch für euch.